Jetzt kommen wir mal zu unserem Thema am heutigen Abend. Und da sehen wir im Konsolenbereich nicht nur zwei gut aussehende, charmante Moderatorenstars, nicht nur ein Thema, sondern auch eine Tafel. Genau, aber fangen wir vielleicht mal mit dem Thema. Ich habe nämlich auch noch was für Koop-Fans. Und zwar, einige von euch wissen es vielleicht, ich habe ein älteres Brüderchen und der ist musikalisch sehr aktiv und geht jetzt auch wieder auf große Tour. Und da hat er mich angerufen: Mensch, Colin, von deinen bzw. euren Zuschauern, da gibt es doch bestimmt auch ganz, ganz, ganz viele, die liebend gerne mal zu mir aufs Konzert kommen würden. Ich würde gerne ein paar Karten loswerden. Ja, das hat er zu mir gesagt und das gebe ich natürlich jetzt an euch weiter. Am Montag. Nächsten Montag spielt er nämlich in Köln und jetzt seid ihr aufgerufen, alle Leute, die Interesse daran haben, zwei Karten zu gewinnen, also inklusive Begleitung, für das Konzert in Köln am nächsten Montag, die sollten ganz besonders aufpassen. Wir stellen nämlich gleich eine kleine Frage. Vielleicht als kleiner Hinweis, was für eine Art von Richtung von Musik macht ihr da? Achso, der macht so, wenn man Michael Bublé so ein bisschen kennt. So Frank Sinatra, sowas in die genau, Richtung. Genau, Frank Sinatra so in diese Richtung, ein bisschen moderner. Big Band, sowas. Big Band, ja, aber auch sehr unterhaltsam. Okay. Jetzt mal ein bisschen Werbung gemacht dafür. Ist auf jeden Fall lustig, also wenn es euch wirklich interessiert, ihr in Köln seid und Karten gewinnen möchtet, dann bleibt dran. Dann werdet ihr garantiert auch auf die Lösung kommen, die aber natürlich jetzt noch nicht verraten wird. New York. Köln-Deutz. Ja, ist ein großartiges Lied, eines von vielen großartigen Liedern, das eventuell im Repertoire des Tom Gebel zu finden ist, der nämlich am Montag in Köln spielt. Das ist die Gelegenheit für euch, eure Traumfrau mal abzuschleppen und klar zu machen. Die solltet ihr nutzen. Und wenn ihr sie nutzen möchtet, müsst ihr Folgendes tun. Im Laufe der Sendung wird Colin Gebel höchstpersönlich mit der Gedächtnistafel des Marco Bagic durch diese Sets laufen, mit Buchstaben drauf. Und diese Buchstaben bilden ein Wort, allerdings nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern willkürlich, völlig chaotisch, einfach so rausgepickt. Und ihr müsst dann aus den Buchstaben am Salat ein Wort bilden und dieses Wort ist ein Titel, ein Song, den Tom Gebel gesungen hat. So, und wenn ihr das richtig erraten habt, dann könnt ihr das Ganze im Hostbereich auf giga.de posten und die Ersten, die das geschafft haben, bekommen dann zwei Karten für den Auftritt am Montag. Allerdings eine Bitte an euch, wenn ihr kein Interesse habt hinzugehen oder wenn ihr irgendwo wohnt ganz weit weg und sagt, ich schaffe das eh nicht, lasst den anderen einen Vortritt, die wirklich Bock haben, da hinzugehen und verzichtet aufs Posten. Dafür vielen Dank im Namen aller, die darauf Bock haben. Und irgendwann wird Colin kommen, jetzt ist er ja gerade nicht da, aber so, und dann seht ihr schon den ersten Buchstaben. Ganz ding, subtil. Ding, 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 ding. Tschüss, bis später. Ja. Nee, nochmal für alle, es ist nicht der erste Buchstabe des Songtitels, den wir suchen, sondern wie du schon auch mehrfach gesagt hast, die Reihenfolge muss man sich dann schon auch ein bisschen selber zusammenmauscheln. Okay, ich bin wieder weg. Tschüss, viel Spaß mit dem PC-Bereich. Ja, ist auf jeden Fall eine nette Sache. Und dann habe ich einen angekrempelt, wollte er mich verprügeln. Wollte ich nur... Was denn? Ja. Schon ziemlich cool, diese Games. Mhm. Und ich habe schon in den Comments gelesen, ja, kennt die Christiane überhaupt diese alten Sachen? Die ist da noch gar Freunde nicht so oder alt. Feinde? Also ich persönlich habe nichts gegen die. Das ist aber nett. Aber ich weiß, dass da schon Differenzen herrschen. So zwischen denen, ja klar. Aber Bayern haben ja auch grundsätzlich mit ganz Deutschland Differenzen. Eben. Muss man ja auch mal sagen. Das da hast du völlig richtig erkannt. Differenzen hat auch dein Charakter mit deinen riesigen Fleischklops. Auf einer Brücke. Genau, ich war nämlich im Original Silverfall, im Hauptprogramm noch in der Redaktion. Deswegen bleiben. Na? Ja, Hack and Slay vom Feinsten bei dir. Jawohl. Bei Christiane graben wir ein bisschen nach den Wurzeln des Hack and Slays. Ich muss jetzt noch ein bisschen reden, damit ihr ganz subtil noch den beiden Buchstaben so, notieren könnt. So, das war jetzt aber wirklich Zeit genug für einen Buchstaben, ne? Nee, wir brauchen noch ein bisschen Zeit für die Werbung. Jetzt? Jetzt. In dem kleinen Dorf. Bau dir einen geilen Charakter und sowas. Ja. Das hat schon immer funktioniert. Das funktioniert auch bei Silver. Die sind sehr nützlich, aber nee. Also Bienen und Wespen mag ich nicht. Ja, Wespen sind aber wieder ein anderes. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist 23 Uhr. Wir sind wieder richtig gut gelaunt. Und das sind unsere Themen. Die sind noch zum Gewinnspiel. Denn wir sind jetzt durch. Alle Buchstaben sind durchgereicht worden. Und wenn ihr jetzt wisst, um welchen Song es sich handelt, dann postet euer Ergebnis einfach im Host-Bereich. Da habe ich vorhin einen offiziellen Thread aufgemacht. Wie gesagt, es geht um ein Konzert in Köln am Montag. Vielleicht könnt ihr auch den... Der Lösung... Frühling ist nah. Ja, warte mal. Ach nee, dafür haben wir keine Zeit mehr. Ärgerlich. Ja, auf jeden Fall postet rein. Wir werden gleich per Zufallsgenerator
die Gewinner ermitteln, wenn ihr wirklich Bock habt, dahin zu gehen und die Zeit und auch jemand hat, der mit euch mit. Seit 10 Minuten sitzen wir hier und winken, in der Hoffnung, dass ihr zurückkommt. Ich kann schon nicht mehr, warte mal. Oh. Ja, so halb. Wie, das ist ja eklig. Mach nochmal. Was ist denn in der Hand? Was ist denn, bitte? Ja, jedenfalls freuen wir uns, dass das Winken die Auswirkung hatte, dass ihr zurückgekommen seid. Vielen, vielen Dank. Und toll. Es lohnt sich auch für euch inhaltlich, denn zum einen spielen wir Army of Two, zum anderen gibt es ja auch ein Gewinnspiel. Ne? Genau. Es gibt die letzte Möglichkeit für euch, wenn ihr wisst, welches Lösungswort wir suchen oder es auch nicht wisst, aber ihr seid so clever und also wenn es jetzt in der Schule, schreibt es ab oder so. Dann postet. Wir werden im nächsten Take dann definitiv die Gewinner festlegen. Also jetzt nochmal ganz schnell posten oder... Hinterher traue ich mit. Ja. Wir können ja mal die Narkotika-Liste irgendwie auch einführen. Was, wieso? Die, ach, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Dann verstehe ich es auch nicht. Das weiß ich nicht, was du meinst. Sind wir schon dran, oder was? Nein, das ist nur wieder ein Übersichtstake. Wir, ach so, okay. Wir machen bloß gerade einen auf Dennis und machen einen Take drauf. Das ist eine sehr gute Idee, aber jetzt machen wir erstmal einen auf Preisrichter, denn ach so, ja, Richard Randomfinger wird jetzt bestimmen. Und ich habe mir das folgendermaßen gedacht, ich scrolle jetzt mal so ein bisschen wild mit Richard, dem Zufallsfinger, durch den Thread. Und du sagst dann irgendwann an einem beliebigen Zeitpunkt Stopp. Und wer auch immer da mit der korrekten Antwort steht, der bekommt dann schon mal die Karten. Also, pass mal auf, ich leg jetzt mal durch. Ich muss mir jetzt mal ein bisschen eingrooven. Okay. Okay. Wann darfst du Stopp sagen? Ja, wann du willst. Stopp. PSP-Man natürlich, einer, der hat nur einen herzlichen Glückwunsch nieder da. Stopp. Falsche Antwort. Okay, jetzt aber. Dreimal müssen wir treffen. Nochmal falsche Antwort. Stopp. Da haben wir Andrew Brazilian, Springtime, das war Nummer 1. Wahnsinn, Andrew! Ich schreibe mal kurz auf. Andrew Brazilian. So, und jetzt geht's weiter mit... Stibbidi Stopp. Das war zu weit von mir, nochmal. Stibbidi Stopp. Falsch. Und sagen wir irgendwann wieder Stopp. Hast du Stopp gesagt? Achso, ich dachte, ich hätte dich vielleicht überhört. Ich bin immer gespannt. Mein Finger tut weh. Richard beschwert sich schon. Der war eigentlich nur als Gast hier. Oh. Stopp. Stopp. Springtime, the real king. Korrekt. Das war natürlich die Antwort. Ihr müsst auch alle kommen, wenn ihr nicht kommt. Ja, genau. Dann weint der Bruder von Colin. Nicht nur der Bruder, alle Brüder von Colin, Wein. Und das sind echt viele. Da könnt ihr echt Probleme bekommen. Und dann schlagen sie euch zusammen. Stopp! Den hatten wir schon. Der PSP-Man hat Glück. Stopp! Falsche Antwort. Man nimmt doch einfach die ersten drei, die es richtig haben. Nimm jetzt den ersten, der es richtig hat. Ja, wir können ja nicht einfach das System währenddessen ändern. Pass mal auf. Hier, da. Der Mülski. Der Mülski. Okay, wunderbar. Der Mülski haben wir auch noch. Das funktioniert natürlich jetzt so. Ich werde euch eine Message zukommen lassen und dann... Eine Liebesmessage. Hoffe ich, dass wir uns sehen am Montag auf dem Konzert. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ja, ich hoffe... Toll. Das macht euch aber Spaß.